Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen bei www.k1tv.watch zu unserer mittlerweile vierten Ausgabe der Diskussionsreihe Stuttgarter Schule. Mein Name ist Stefan Trübi und unser heutiges Thema lautet: Was ist eigentlich aus dem Urbanismus geworden? Wie lässt sich das Paradoxon erklären, fragte Rem Koolhaas 1995 in seinem Aufsatz: Was ist eigentlich aus dem Urbanismus geworden? Das, Zitat, der Urbanismus genau in dem Augenblick verschwunden ist, in dem sich die Urbanisierung nach Jahrzehnten ununterbrochenen Wachstums anschickt, den endgültigen Triumph der urbanen Lebensweise auf der ganzen Welt durchzusetzen. Zitat Ende. Heute, ein Vierteljahrhundert später, scheint die Corona-Krise mit ihren wie leergeräumt wirkenden Städten, den stockenden Gewerbeimmobilienmärkten und den boomenden Wohnimmobilienmärkten weltweit für einen neuen Aufschwung urbanistischer Debatten zu sorgen. Ist das seit rund 50 Jahren weithin akzeptierte Leitbild der dichten, kompakten und üblicherweise mit dem Label europäisch versehenen Stadt noch gültig? Was können wir von Städten etwa des globalen Südens lernen? Welche städtebaulichen Veränderungen stehen durch Arbeits- und Mobilitätswandel ins Haus? Und was heißt dies alles für die Lehre im Bereich Architektur und Stadtplanung? Diese und weitere Fragen diskutieren, ohne den ebenfalls angekündigten Markus Allmann, der leider kurzfristig verhindert ist, mit mir Martina Baum, Laura Kalbe I. Elias, Julia Czapczyk und Astrid Ley, die ich nun auch vorstellen möchte. Martina Baum ist seit 2014 Professorin für Stadtplanung und Entwerfen an der Universität Stuttgart. Sie studierte an der Bauhaus-Universität Weimar und der Hochschule Coburg und promovierte am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Als Forscherin und Dozentin war sie viele Jahre unter anderem an der ETH Zürich tätig. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht die europäische Stadt, wobei sie sich unter anderem für urbane Transformations- und Umbauprozesse sowie prozesshafte strategische Raumentwicklung interessiert. Ich darf ebenfalls herzlich begrüßen Laura Kalbe I. Elias. Sie ist seit 2020, also seit kurzem, Professorin am Städtebauinstitut der Universität Stuttgart und leitet das Fachgebiet Theorien und Methoden der Stadtplanung. Laura Kalbe studierte Architektur in Barcelona und an der Universität der Künste in Berlin. Sie absolvierte dann ein Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin. Ihre Dissertation zum Thema spekulative Stadtproduktion, Finanzialisierung des Wohnungsneubaus im innerstädtischen Berlin schloss sie 2017 ab. Ebenfalls herzlich begrüßen darf ich Astrid Ley. Sie leitet seit 2014 den Lehrstuhl Internationaler Städtebau und vertritt seitens der Uni Stuttgart unter anderem den internationalen Masterstudiengang IUSD, Integrated Urbanism and Sustainable Design. Im Anschluss an ihr Studium der Architektur mit Schwerpunkt Städtebau an der RWTH Aachen war Astrid Ley zunächst bei Agenda Transfer tätig, einer Agentur für Nachhaltigkeit in Bonn. Dann folgte eine langjährige Lehr- und Forschungstätigkeit an der TU Berlin, unter anderem zum Thema Housing for the Poor, From Local Action to Global Networks. Und vor ihrer Berufung an die Uni Stuttgart war Astrid Ley als Referentin für Stadtentwicklung beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen tätig. Und ebenfalls herzlich darf ich Frau Julia Czapczyk begrüßen. Sie studierte Architektur und Stadtplanung an der Uni Stuttgart, wo sie im Jahre 2020 mit einem Master abschloss. Das Thema ihrer Arbeit war Reforming Architecture, Entwicklung der Mustersprache einer reformierten Architektur. Und ich schlage vor, wir werden im Zuge der nun folgenden Diskussion auf selbst für Fachleute absolut verwirrende Begriffe wie Leipzig-Charta, neue Leipzig-Charta, Kölner Erklärung, Düsseldorfer Erklärung, Stuttgarter Konsens eingehen, völlig unübersichtliche Gemengelage. Frau Czapczyk hat im Rahmen ihrer Arbeit einen kleinen Film erstellt und sie wird uns dann im Rahmen dieses Films sicherlich auch den einen oder anderen Begriff für die Diskussion nahebringen. Ich schlage vor, wir starten jetzt mit diesem kurzen Einspieler und treffen uns dann gleich zurück zur Diskussion. Bitte.
Die Wohnungskrise in Deutschland zeichnet sich aus durch Wohnungsknappheit, immerfort steigende Mietpreise und durch Gentrifizierungs- und Verdrängungsprozesse. Wie lässt sich dieser Missstand mit unserem gültigen Baugesetz vereinbaren, wenn es doch bereits im ersten Paragraph des Baugesetzbuchs heißt, die Bauleitpläne sollten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten? Auch die selbstverpflichtende Leitlinie zur Stadtentwicklung der europäischen Bauminister, die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, fordert es ausdrücklich, kulturelle und soziale Vielfalt in den europäischen Städten zu ermöglichen. Das Institut für Stadtbaukunst forderte 2019 in seiner Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht eine Reform der städtebaulichen Gesetzgebung durchzusetzen. Inhaltlich beziehen sich die Forderungen augenscheinlich auf die Ziele der Leipzig-Charta. Es werden verschiedene Deregulierungen gefordert, zum Beispiel die Abschaffung der Dichteobergrenzen oder die strikte Umsetzung einer klassischen Blockrandbebauung. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass der Standpunkt zur Stadtentwicklung des Instituts für Stadtbaukunst ein eher wertekonservativer zu sein scheint. Kurz nach der Veröffentlichung der Düsseldorfer Erklärung wurde die Erklärung gegen die Düsseldorfer Deregulierung veröffentlicht, die die Entscheidungsträger von Bund, Ländern und Kommunen dazu auffordert, die Düsseldorfer Erklärung kritisch zu hinterfragen. Die Gegenerklärung kritisiert unter anderem die Forderung nach Abschaffung von Dichteobergrenzen und den Missbrauch der Leipzig-Charta, da durch ihre einseitige und ideologische Auslegung eine bestimmte städtebauliche Typologie forciert werden soll. Die Gegenerklärung sieht allerdings ebenfalls den Bedarf einer Baurechtsreform, bietet jedoch durch ihre Veröffentlichung, bei der es sich ja in erster Linie um eine Kritik an den Forderungen der Düsseldorfer Erklärung handelt, keine konkreten Vorschläge zum Inhalt einer solchen Reform. Trotz der vehementen Kritik an der Düsseldorfer Erklärung veröffentlichte das Institut für Stadtbaukunst Ende 2020 den sogenannten Stuttgarter Konsens, durch den die Forderungen nach Deregulierungen weiterhin gestellt werden. Was klar wird, ist, dass die Debatte um eine Reformierung der städtebaulichen Gesetzesgebung brandaktuell ist. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich dieser Frage angenommen, und zwar, wie man die Umsetzung der bestehenden Gesetzesgebung im Rahmen einer Reform verbessern kann. Nehmen wir an, die Leitlinie der Leipzig-Charta und vor allem die Festsetzungen im Baugesetz sind konzeptuelle Architektur, dann ist die Bauleitplanung, insbesondere der Bebauungsplan und die Baunutzungsverordnung, das wichtigste Werkzeug zu ihrer Umsetzung. Von daher kann die Einführung neuer Kennzahlen ein erster Schritt sein, um das Scheitern der Umsetzung des Baugesetzes abzuschwächen. Diese neuen Kennzahlen habe ich anhand von Latenzen im Baugesetz und auf Grundlage soziologischer Studien festgesetzt. Es ergeben sich so etwa ein Inklusionsfaktor von 0,25 für urbane Gebiete, ein Faktor für gemeinschaftlich nutzbare Flächen von 0,1, ein graues Energielimit X oder die Möglichkeit eines dauerhaft niedrig zu vermietenden zusätzlichen Geschosses in Wohngebieten. Um eine Anleitung zur verbesserten Umsetzung der Baugesetzgebung, also quasi das Programm einer Baurechtsreform, zu erstellen, habe ich mich an der Arbeitsweise von Christopher Alexanders A Pattern Language, Towns, Buildings, Construction orientiert und sogenannte Muster in seinem Stil entwickelt. Meine Kriterien für die Festlegung dieser Muster waren die Übereinstimmung mit der Baugesetzgebung, also dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung, die Zeitmäßigkeit und die Umsetzbarkeit in Deutschlands bestehenden Strukturen, in Deutschlands historisch gewachsenen Städten. Meine Masterarbeit Reforming Architecture, die Entwicklung der Mustersprache einer reformierten Architektur, ist eine Art Handbuch, das Planern eine Strategie liefert, auf Basis der geltenden Gesetzgebung eine sozialgerechte, nachhaltige und formalistisch weitestmöglich freie Stadtentwicklung zu vertreten. Die Muster setzen sich jeweils aus einer Grafik zur Veranschaulichung, einem auffordernden Leitsatz und der baurechtlichen Begründung zusammen und arbeiten sich vom großen gesamtstädtischen Kontext über das Baufeld bis hin zum Gebäude als solches im Maßstab herunter.
So habe ich meine Mustersprache von etwa 30 Mustern entwickelt, die sich selbst durch das Baugesetz und die Leipzig-Charta begründet und somit eine Reformierung derer sein soll und nicht etwa ein Bruch mit der bestehenden rechtlichen Grundlage. Okay, willkommen zurück. Ich denke, wir haben jetzt alle den Film gesehen. Ja, hier war die Rede von neuen Kennzahlen, von Latenzen im Baugesetz, von Inklusionsfaktoren etc. etc. Die Frage, die ich gerne in die Runde stellen möchte, vielleicht zunächst dir, Laura Kalbe. Mir ist aufgefallen, dass meine KollegInnen und Kollegen an der Uni Stuttgart so gut wie nie die Kölner Erklärung oder auch die Düsseldorfer Erklärung und schon gar nicht den Stuttgarter Konsens unterschrieben haben. Woran liegt das? Ist das Zufall? Ist das Absicht? Spielen andere Themen eine größere Rolle in Stuttgart als der Stuttgarter Konsens? Ich kann nicht sagen, warum die Leute das dagegen oder dafür unterschrieben haben. Ich kann nur für mich natürlich sprechen. Ich denke, es die Personen, die diese Erklärungen unterschrieben haben, ist eine relativ, sage ich mal, kleine Gruppe, eingespielte Gruppe, die seit Jahren versuchen, ein bestimmtes Programm umzusetzen. Es ist ein Programm, das schon, sage ich mal, in Berlin mit der kritischen Rekonstruktion im Sinne von Stimmen irgendwie schon durch, versucht wurde, umgesetzt zu werden und in die eine oder andere Art und Weise weiterhin dieses Programm verfolgen. Ein Programm, du hast es, Stefan, auch sehr stark kritisiert, der eine sehr formelle Komponente hat und die ja eine ganz konkrete Architektursprache letzten Endes im Vordergrund stellen will, sehr blind ist, sage ich mal, vor Geschmacksvielfalt oder überhaupt andere Formen von Vielfalt und die letzten Endes ich würde sagen, du hast es vor allem als konservativ kritisiert. Ich finde es vor allem reaktionär und sehr autoritär. Es ist ein Programm, die für mich hat drei Aspekte. Einerseits wird die ganze Zeit so vermittelt, dass es konsensbasiert wäre. Und das stimmt nicht. Also der Stuttgarter Konsens sind ungefähr dieselben Leute, die die Düsseldorfer Erklärung unterschrieben haben. Das Zweite ist, dass es extrem marktliberal ist. Es handelt immer um Deregulierung. Das hat auch mit dem Planwerk in der Stadt auch, sage ich mal, vor allem diese Auswirkung gemacht, dass es kaum möglich war, etwas zu regulieren und im sozialen Sinne zu regulieren. Und der dritte ist eine absolut organische Vorstellung von Gesellschaft, die letzten Endes einen autoritären Hintergrund hat. Also es gibt ein von den Personen definierte Wahrheit, die als solche gegeben wird, wo es nicht irgendwie zur Disposition oder zur Diskussion steht. Und das finde ich mehr als gefährlich. Was die Frage nach der baulichen Regulierung angeht, da hat Frau Cavcic recht, der Baugesetzbuch ist ein Kind der 60er Jahre. Sozusagen. Und man muss natürlich schon versuchen, es anzupassen. In der Planerinnen-Diskussion wird schon lange darüber gerungen. Aber aus meiner Sicht ist eine Deliberalisierung, wie in solche Erklärungen irgendwie gefordert wird, nicht der Fall. Also nicht das Sinnvollste. Da bin ich viel neugieriger geworden, auf was Frau Cavcic uns vorgestellt hat, jedenfalls. Vielen Dank, Laura. Ich würde dieselbe Frage nach der eigenen Positionierung gerne an Martina Baum und auch an Astrid Ley stellen. Ihr beide habt weder die Erklärungen noch die Gegenerklärungen unterschrieben. Ich nehme an, mit guten Gründen, Martina.
Ja, Laura hat es ja gerade schon sehr schön ausgeführt. Ich glaube, in beiden Erklärungen und auch in dem Widerspruch gibt es Punkte, denen ich folgen könnte, aber auch Aspekte, die ich einfach nicht nachvollziehen kann oder nicht teile. Und deshalb war es für mich klar, weder da, dort noch an der dritten Stelle zu unterschreiben. Was darüber hinaus natürlich auch bewegend ist, und du hast vorhin so ein bisschen die Praxistätigkeit verschwiegen bei mir, dass da draußen, während die munter da hingeschrieben haben, Stadtentwicklung massiv weitergegangen ist und das eigentlich gar niemanden interessiert hat, was dieser ja doch sehr akademische Diskurs dann wollte, sondern insbesondere wir ja sehen, dass Stadtentwicklung ganz wenig eigentlich noch genau diese reflektive Ebene hat und wir auch als Architektinnen und StadtplanerInnen sehr schwach nur noch gehört werden. Ja, es sind einfach Marktmechanismen, die im großen Stil Stadt entwickeln, eine schwache Politik im Wesentlichen. Und da können auch die Kolleginnen und Kollegen ganz viel sagen, interessieren tut es einfach niemanden, wenn man ehrlich ist. Außerhalb unseres Kreises. Die Diskussionen um die Leipzig-Charta, die neue Leipzig-Charta, die Kölner Erklärung, die Düsseldorfer Erklärung, den Stuttgarter Konsens, diese Begriffe kreisen ja sehr stark auch um den Begriff der europäischen Stadt, ob mit großem E oder kleinem E geschrieben sei, mal dahingestellt. Astrid, du vertrittst ja gerade auch den internationalen Städtebau. Wie blickst du auf diese Debatten mit deinem Horizont, den ich mir als sehr weltumfassend vorstelle? Das hört sich jetzt sehr globalpolitisch an, Stefan. Naja, also ich verfolge vielleicht diese Debatten eher ein Stück weit von außen. Ja, inwiefern erfahren die international auch einen Resonanzraum oder finden sich ähnliche Debatten auch in internationalen Diskursen wieder? Und also das Einzige, wo ich da einen Bezug sehe, ist, dass es natürlich im Internationalen auch diesen Diskurs zum New Urbanism geht, wo es auch um die gestalterischen Qualitäten der Stadt geht, auch so eine Art wertkonservative Rückbesinnung auf bestimmte bauliche Qualitäten der Stadt, die aber im Grunde genommen, finde ich, keine große Resonanz dann wiederfinden. Also aus meiner Sicht lauert jetzt im internationalen Diskurs da nicht, da kommt jetzt die Gefahr her, da muss man sich streng gegen positionieren, sondern viel stärker geht es wirklich um die sozialen und ökologischen Herausforderungen. Und da ist natürlich vor allem die neue Leipzig-Charta irgendwie vielleicht ein interessanteres Rahmenwerk, weil es einfach reagiert auf globale Abkommen wie das Pariser Klimaabkommen oder die globalen Nachhaltigkeitsziele. Und vielleicht muss man auch mit dem Blick auf den internationalen Kontext sagen, diese manchmal einhergehende so Überhöhung, die wir mitbringen, der Vorstellung, inwiefern der Planer noch Gestaltungsmacht hat, ja, die geht ja da auch ein Stück weit verloren. Man schaut sich dann eher auch an, wie können Prozesse gestaltet werden und die dann auch wieder raumwirksam werden. Und ja, vielleicht werden wir uns ja im Weiteren jetzt auch noch um die Idee dieser europäischen Stadt, was das eigentlich noch bedeutet, weil im internationalen Kontext ist natürlich lange Zeit so war, Stefan, dass wir die europäische Stadt ja so ein bisschen ein Exportmodell war, ja, und heute das sehr kritisch gesehen wird auch, ja, und ich finde auch zu Recht von Kolleginnen im globalen Süden ein anderer Blick eingefordert wird, ein Blick auch aus der ganzen Debatte um Postkolonialismus, dass hier nicht Raumvorstellungen, ja, ein Einmaleins des Städtebaus exportiert wird in andere Gegenden der Welt. Es fiel jetzt gerade in den Ausführungen ja schon ein wichtiger Begriff, nämlich die Leipzig-Charta. Wir haben jetzt gerade auch gehört, dass es zwei Leipzig-Charta. Es gibt eine alte aus dem Jahre 2007 und eine neue, überarbeitete aus dem Jahre 2020. Vielleicht können wir ganz kurz mal mögliche Missverständnisse ausräumen. Wo ist denn der Unterschied zwischen der alten und der neuen Leipzig-Charta? Ich glaube, Laura, du bist da höchst kompetent.
Vielleicht erstmal kurz erklären, was die Leipzig-Charta überhaupt ist. Das ist etwas, was die Stadtentwicklungsminister der Europäischen Union gemeinsam unterschreiben. Und das ist irgendwie die Idee. Und das wurde eben 2007 und jetzt letztes Jahr 2020 jedes Mal als Deutschland der den Hut hatte, sage ich mal, der Ratspräsidentschaft hatte, hat Deutschland das vorangebracht. Und, also ich sehe einen großen Unterschied zwischen beiden Charters. Erstens war die Leipzig-Charta 2007 meiner Meinung nach absolut deutsch-zentriert. Es hat lediglich Probleme angesprochen, die Deutschland betrafen. Es ging um Abwärtsspiralen in Quartieren, um Schrumpfung und so weiter. Europa war mitten im Immobilienboom. Also das hat niemand in Dänemark, niemand in Spanien, niemand in Frankreich interessiert, glaube ich. Während die aktuelle schon einen ganz anderen Blick hat. Die damalige Leipzig-Charta hatte auch so als Paradigma letzten Endes so das Wachstumsparadigma, das Wettbewerbsparadigma, die Quartieren müssen im Wettbewerb zueinander besser dastehen. Es muss vor der Politik ganz stark das Fordern und Stärken sozusagen. Und im Vergleich dazu ist natürlich eine Leipzig-Charta ist immer, sage ich mal, Konstrukt, die alle gefallen muss sozusagen. Also man darf auch nicht so viel erwarten. Aber die aktuelle Leipzig-Charta, es spricht darum, dass es um Gemeinwohlorientierung gehen soll. Sprich, wie Astrid schon gesagt hat, Fragen des Klimawandels, des Paris-Abkommens, Bodenpolitik wird auch dort diskutieren. Die Notwendigkeit, dass die kommunale Finanzierung, dass die kommunalen Finanzen anders ausgestattet werden, dass die Städte Spielräume haben und nicht nur einfach im Wettbewerb zueinander sein müssen. Das finde ich wichtig. Dennoch finde ich, dass wenn die Minister sagen müssen, wir müssen gemeinwohlorientierte Politik machen, ist eigentlich, sage ich mal, schon irgendwie an sich problematisch. Natürlich muss man gemeinwohlorientierte Politik, das ist letzten Endes die Aufgabe von Politik und es ist die Aufgabe von Planung. Es ist letzten Endes die Legitimationsgrundlage vom Staat, für das Gemeinwohl zu agieren. Also aus jedem Fall denke ich, dass es, ja, das zeigt, dass es offenbar die Politik in den letzten Jahren nicht gemeinwohlorientiert genug war. Können wir hoffen, dass es besser wird. Ja, vielen Dank. Deutliche Worte. Frau Kavcic, vielleicht nächste Frage an Sie. Sie haben ja letztes Jahr, im Jahre 2020, also Ihre Masterarbeit zu diesen ganzen Debatten gemacht. Wie haben Sie jetzt gerade auch diese Debatten bei Ihren KommilitonInnen wahrgenommen? Spielten Begriffe wie die Leipzig-Charta, die Kölner Erklärung, Düsseldorf-Erklärung überhaupt eine Rolle in den Gesprächen mit Ihren KommilitonInnen? Und wenn ja, welche Tendenzen haben Sie da herausgehört und wie haben Sie versucht, sich mit Ihrer eigenen Arbeit sich zu positionieren? Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass es tatsächlich keine so große Rolle gespielt hat, dieser Diskurs und die Thematik. Ich habe auch ehrlich gesagt keine andere studentische Arbeit mitbekommen, die sich auch mit dem Diskurs so tiefgehend beschäftigt hat wie ich. Was ich ehrlich schade finde, wenn ich mit Kommilitonen darüber geredet habe, waren wir uns doch alle eher einig, aber das war dann auch eher im Rahmen meines Entwurfs. Ich muss aber auch sagen, da ist jetzt natürlich auch die Corona-Krise dazwischen gegrätscht. Und gerade während ich an meiner Masterarbeit gearbeitet habe, hatte ich nicht die Möglichkeit, mich so frei auszutauschen mit meinen Kommilitonen, wie das eigentlich schön gewesen wäre, gerade vor so einer Abschlussarbeit. Und saß halt dann eher zu Hause und habe vor mich hingearbeitet. Und auch danach war ich ja dann auch nicht mehr an der Uni, wie denn auch. Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt in den letzten Jahren geändert hat. Das Projekt, das ich vor meiner Masterarbeit gemacht habe, ist ja auch sozusagen der Grundstein für meine Masterarbeit gewesen.
Legislating Halsschlag hieß das. Und da habe ich angefangen, mich mit den Themen der Düsseldorfer Erklärung etc. zu beschäftigen. Und das war ja 2019, also als es gerade brandaktuell rauskam. Fände ich jetzt auch interessant oder hätte ich auch interessant gefunden zu sehen, ob sich da dann auch so eine Diskussion unter den Studenten ergeben hätte, wenn jetzt vielleicht eben nicht die Corona-Krise gewesen wäre und halt alle irgendwie zu Hause vor sich hinarbeiten würden. Ich würde mir aber auch wünschen, dass der aktuelle städtebauliche Diskurs mehr thematisiert wird an der Fakultät, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, auch gerade für die jungen Planer, die so in den Beruf starten, zu wissen, wie gerade die politische Rahmensituation um die Funktion eines Architekten und eines Stadtplaners in Deutschland ist. Ja. Ihre Masterarbeit hat ja durchaus Provokationspotenzial. Ich denke, das ist in diesem kurzen Einspieler vielleicht auch deutlich geworden. Insofern, dass wir nicht zu weniger Gesetzen aufrufen, sondern zu mehr Gesetzen, also mehr Kennziffern. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal deutlich machen, was Sie damit genau meinen. Vielleicht können wir eben auch die Frage nach mehr Gesetzen kurz in der Runde anschließend diskutieren. Ja, gerne. Also mehr Gesetze ist ja gar nicht so wichtig. Im Grunde genommen habe ich keinen neuen Paragraph hinzugefügt, sondern einfach nur die Paragraphen, die schon bestehen, in ihrer Umsetzung verschärft, in meiner Vorstellung. Und ich finde das auch ein großer Unterschied. Also es gibt keine zusätzlichen Gesetze, es gibt nur Regulierungen. Im Gegensatz zur Düsseldorfer Erklärung, die Deregulierungen fordert, würde ich stärkere Regulierungen fordern. Allerdings habe ich auch, das war jetzt natürlich durch das kurze Intro nicht machbar, teilweise Deregulierungen gefordert. Ein, zwei kleine Ausnahmefälle waren das und da ging es tatsächlich um formalistische Fragen. Eben wenn es zum Beispiel um Baugrenzen und Baulinien ging oder Dachformen oder sowas. Weil ich finde, dass da man schon auch den Planern die Möglichkeit geben sollte, ein bisschen freier an den Prozess heranzugehen. Wenn es aber eben um Dinge geht, die so fundamental im Baugesetzbuch verankert sind, dass sie schon im ersten Paragraph, im ersten Satz stehen, und zwar sozial gerechte Bodennutzung in Verantwortung auf künftige Generationen, finde ich, dass Deregulierungen in dem Bereich nicht richtig und fatal wären. Also da möchte ich mich dann auch von der Düsseldorfer Erklärung ganz klar distanzieren. Und da fände ich tatsächlich sogar auch Regulierungen oder schärfere Regulierungen sinnvoller. Wie klingt das für die KollegInnen Martina, Laura, Astrid, brauchen wir mehr Regulierungen, auch in dem Sinne, wie Julia Czapczyk dies eben ausgeführt hat, eurer Ansicht nach? Also Frau Czapczyk hat es ja sehr schön aufgearbeitet. Ich finde eigentlich auch, wir haben im Baugesetzbuch sehr viele Möglichkeiten. Also es ist eigentlich ein gutes Rahmenwerk. Die Frage ist nur, wie wird es angewendet und wie wird es auch durchgesetzt? Und da sehe ich einfach die großen Probleme. Laura hat es vorhin auch schon gesagt, von Seiten der Politik eine sehr starke Schwäche, auch von Seiten der Verwaltungen. Genau diese dann auch Vorgaben, die sie auch sind, das Baurecht, das damit geschaffen wird, auch wirklich zu evaluieren und durchzusetzen. Da wird oft, sehr, sehr oft in der Praxis eingeknickt vor den Entwicklern, ja. Da werden bestimmte Dinge eben nicht durchgesetzt. Und das ist eigentlich das große Dilemma, in dem wir stecken. Natürlich ist auch richtig, uns fehlen bestimmte Dinge. Es ist ein Kind der 60er Jahre. Wir müssen an dieses Werk ran. Da traut sich nur nicht, also ja, man, niemand traut sich da so richtig. Das ist halt auch so ein massiver Koloss, ja. Aber ich denke, wir müssten da eine gewisse Reform einleiten. Und zum Beispiel diese Kennzahlen, wie Frau Czapczyk sie auch vorgeschlagen hat, sind natürlich sehr, sehr interessant im Sinne von, ja, vielleicht auch gar nicht Regulierung, sondern Evaluationskennzahlen, die bestimmte Werte auch nochmal beschreiben und auch nachvollziehbar dann werden lassen. Und man kann bestimmte Entwicklungen dann daraufhin auch
kategorisieren im gewissen Sinne. Uns fehlt auch in der Baugesetzgebung eine gewisse Dynamik. Wir haben einfach Veränderungen, Städte sind nie statisch. Sowas lässt sich durch die Baugesetzgebung auch nur schwer nachvollziehen. Ja, einmal ein Gebietstypus, den hat man dann an dem Ort zumeist immer. Es ist ganz schwer, das wieder zu wechseln. Also da eine gewisse Dynamik, auch diese Evaluierungsschleifen zum Beispiel einzubauen, Gremien, die wirklich auch sich darum kümmern, ob diese Werte, denen man sich verschrieben hat, baulich, räumlich, aber auch sozial, programmatisch, vielleicht auch atmosphärisch, ob die tatsächlich auch eingelöst werden. Ich hätte eine Frage an Frau Czavcic, wenn ich darf. Warum heißt das Werk Reforming Architecture? Also ich finde es interessant, weil Sie sich so auf die Architektur zumindest im Titel fokussieren, in Ihrem Werk ja sehr viel über Stadtplanung, Städtebau, natürlich auch über Architektur sprechen, aber das fällt im Titel weg. Ja, der Titel hat sich so ein bisschen in Anlehnung an Legislating Architecture ergeben, das eine Ausgabe der Arch Plus war. Und auch, also auch in Anlehnung an mein Vorprojekt zu der Masterarbeit, wo es eben nur um Stuttgart-Hallschlag ging, das Legislating Hallschlag hieß, weil ich mich da so ein bisschen an das Thema zum ersten Mal herangetraut habe. Und ehrlich gesagt, ist es einfach so entstanden. Also es ist natürlich inhaltlich eine Arbeit, die sich hauptsächlich auf Städtebau und Stadtentwicklung konzentriert und nicht unbedingt auf die Architektur an sich. Wobei eben auch ein großer Bestandteil der Arbeit ist, formalistisch freieren oder progressivere Stadtentwicklung, die ja dann auch eine andere Architektur andere Architekturformen als das, was man so sieht und was jetzt auch ständig irgendwie gebaut wird, ein Stadterneuerungsprogramm, dass das eben dadurch auch ermöglicht werden soll. Aber denken Sie, das liegt an den Stadtplanern oder denken Sie, das liegt an den Architekten oder denken Sie, das liegt an den Entwicklern? Weil sie schieben gerade die Schuld sozusagen an die Stadtplaner und sagen, ja, die haben halt solche restriktiven Pläne gemacht. Ne? Jetzt bleibt uns Architekten da gar nicht viel Spielraum. Meine Erfahrung ist, dass zum einen die Architekten es oftmals wirklich sehr, sehr auf das Objekt abgesehen haben, also nur darauf fokussieren und eben nicht diese Einbettung in einen Kontext. Da kommen wir ja später nochmal in der Lehre darauf, glaube ich. Und zum anderen, dass die Entwickler einfach pretty standard wollen. Ja? Also die oder ihre ganz expressiven Vorstellungen, wenn es jetzt irgendein Unternehmen ist oder irgendwas, die so ihre Corporate Architecture umsetzen wollen. Ich sehe da noch nicht so sehr die Schuld bei den Stadtplanern tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen. Ich sehe die Schuld auch nicht bei den Stadtplanern. Ich sehe die Schuld eher in dem System. Also und in den Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch, also letztendlich geht ganz viel zurück auf darauf, welche Abstimmungen die Stadt mit Investoren macht, welche Rahmenbedingungen für Projekte gut sind. Also ich glaube, dass es den Stadtplanern sehr schwer gemacht wird, eben in eine progressivere Richtung zu denken oder in eine nicht ganz so vorgefertigte Linie zu fahren, aufgrund der Rahmenbedingungen und auch den Architekten wahrscheinlich, die ja doch aber eher auch am einzelnen Objekt interessiert sind, die Stadtentwickler. Also Schuld möchte ich niemandem zuschieben, außer eben vielleicht dem kapitalistischen System gerade, wobei ich auch glaube, dass das auch mit dem aktuellen System vereinbar wäre, da mehr Freiraum und mehr Freiheiten zu schaffen, wenn es um Stadtentwicklungs- und Entwurfsprozesse geht. Also ja. Ich darf hier vielleicht ganz kurz dazwischen gehen, ein Hinweis auch für die ZuschauerInnen, die ja wahrscheinlich unsere Diskussion auf k1tv.watch folgen. Wenn Sie diese hoffentlich kontroversen Themen mit kommentieren wollen, vielleicht auch Fragen stellen wollen, dann möchte ich Sie alle herzlich bitten, auf dem eingebetteten YouTube-Player zu klicken und dort dann zu kommentieren. Aber bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei dem
Thema der Frage, ob wir mehr Regulierungen brauchen. Diese Frage würde ich gerne auch an dich, Laura, und an dich, Astrid, stellen. Wie ist da eure Position? Also ich denke, dass es tatsächlich das BauGW einen relativ guten Rahmen ist. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ne? Also seit den 90er Jahren, oder vor allem in den 90er Jahren, hat eine sehr starke Liberalisierung der Planung, so nenne ich das. So in der Zeit ist beispielsweise der vorhabenbezogene Bebauungsplan überhaupt entstanden. Der Paragraph 34 ist der ohne eine Planung, ohne öffentliche Beteiligung, ohne dass es eine bestimmte Entwicklung auf kommunale Ebene beschlossen wird, vom Gemeinderat oder vom Bezirk, je nachdem, unheimlich große Gebiete, als wenn es einfach eine Lücke zwischen zwei Häusern errichtet werden. Also es werden immer, sage ich mal, Lücken in der aktuellen Gesetzgebung genutzt und von der Politik auch eine Zeit lang sehr freigegeben, diese Nutzung, diese Lücken, um halt eben Investorenarchitektur statt Entwicklung zu machen letzten Endes. Und die Frage für mich wäre, wie können wir diese spekulativen Tendenzen, die sowohl also stadträumlich als auch von der, sage ich mal, Ziele einer, weiß nicht, ressourcenschönende Stadt, eine Stadt, in dem die Wohnungspreise nicht so steigen und wo es möglicherweise auch qualitativ wertvollere Architektur gibt. Wie können wir diesen Rahmen schaffen? Wie können wir diese Markttendenzen letzten Endes so bändigen, dass es irgendwie eine sinnvolle Stadtentwicklung, ohne jetzt konkret sagen zu wollen, was das ist, sein könnte? Ja, ich möchte mich da gerne anschließen, weil ich glaube, zum einen, dass mehr Regulierung würde ja auch mehr erfordern, dass es einer Implementierung, einer Umsetzung dieser Regulierungen bedarf. Martina hat das ja eben angesprochen. Bereits heute sehen wir da ein Defizit. Ich glaube auch, dass es so einfach gedacht ist, dass wir Fehlentwicklungen beobachten und denken, diese Fehlentwicklungen können wir lösen, indem wir das Baurecht reformieren allein. Ja? Und ich finde eigentlich Ihren Ansatz sehr spannend, Frau Czapczyk, dass Sie sagen, ich zeige jetzt mal, was ich unter bestehender Regulierung eigentlich auch schon weiterdenken lässt. Ja? Und damit eigentlich ein tolles Argument liefert, dass es, wenn man progressiv sein will, bereits heute Ansätze gäbe. Wo ist der politische Wille, ist dann die Frage. Ja? Und da muss man wahrscheinlich stärker auch sein Augenmerk hinlenken. Und Ihre Arbeit ist vielleicht ein guter Gedankenanstoß dafür. Wir diskutieren ja in einem Studio der Stuttgarter Schule, in dem nicht zufällig wir an Leitplanken sitzen und wir sitzen auf einem Autobahnkreuz. Natürlich eine Anspielung auf die autogerechte Stadt, die man sehr oft, insbesondere außerhalb von Stuttgart, mit Stuttgart assoziiert. Ich erdreiste mich jetzt einfach mal eine sehr generelle Frage an die Runde zu stellen. Ist das seit rund 50 Jahren weithin akzeptierte Leitbild der dichten, kompakten, angeblich europäischen Stadt überhaupt noch gültig? Ich frage diese Frage auch mit Blick eben auf doch heiß gelaufene Immobilienmärkte. Ist das Recht auf Stadt, das in den 60er Jahren von Leuten wie Henri Lefebvre ausgerufen wurde und in einem sozialistischen Kontext auch formuliert wurde, ist dieses Recht auf Stadt in einer sehr schlechten Art und Weise unter neoliberalen Bedingungen realisiert worden und steht damit nicht eben auch das Ideal der europäischen Stadt auf dem Spiel? Ich weiß nicht, wer dazu gerne etwas sagen will. Vielleicht Laura, du? Ja, also davor hat Astrid gesagt, es war so fast ein Exportprodukt, diese europäische Stadt. Mag sein, also
ich komme ursprünglich aus Spanien, niemand in Spanien benutzt diesen Begriff. Es wird eher die kompakte Stadt einfach gesprochen, wenn man das Gegensätze zu, was nicht amerikanische Sprawls zeigen möchte. Oder, ich denke, dass es ja, also viele Punkte bezogen auf die kompakte Stadt, der Stadt der kurzen Wege, die, sage ich mal, Stärkung der Quartiersebene, eine gewisse Mischung, eine funktionale Mischung, natürlich eine Forderung, eine starke soziale Mischung. Ich glaube, da gibt es einen relativen Konsens letzten Endes in der Disziplin. Ja, mir fällt schwer eben dieses Wort europäische Stadt, weil ich es sehr stark eben mit diesen Diskurse eben des New Urbanism teilweise oder der bestimmte Kreise, die auch mit ganz eindeutige Architekturformen und bestimmte städtebaulichen Formen es zusammendenken. Und ich glaube, da muss man viel mehr ja, an offenen Formen, an die, sage ich mal, die Brache auch mit in unseren Köpfen zulassen, sozusagen. Und dann tue ich mir schwierig, eben in so ein, sage ich mal, Begriff es zu gießen. Ich glaube, wir sind ein paar Schritte weiter. Astrid, du hast ja vorhin auch den Begriff des New Urbanism erwähnt und dann den Kontext von Kolonisierung, aber auch Dekolonisierung aufgemacht. Du lehrst ja auch und forschst zum Thema internationalen Städtebau. Vielleicht kannst du uns ganz kurz nahebringen, welche urbanistischen Fragen dich derzeit umtreiben, ob da die Kategorie Europa oder nicht Europa überhaupt eine Rolle spielt und ja, was wir beispielsweise von den Städten etwa des globalen Südens lernen können. Ja, also vielleicht noch mal kurz, um auch auf Laura einzugehen. Ja, was ist denn die europäische Stadt? Ja, also ist es A, was sich an einem Kontinent festmacht oder beobachten oder können wir nicht sehen, dass es halt diese Vorstellung vielleicht einer historisierenden europäischen Stadt dann irgendwo kopiert wurde auch, also sich woanders anders findet und zugleich natürlich auch im heutigen Europa Einflüsse von außerhalb gibt, ja, und Brüche und Zwischenstädte und ja, Ausuferungen, die alle dazugehören, ja, und jetzt ist die Frage, was bezeichnet man dann noch auf als europäische Stadt? Ja, ich glaube, diese Reduzierung auf kompakt, ja, das reicht dann vielleicht an der Stelle überhaupt nicht mehr. Man muss vielleicht noch ganz andere Dinge hinzufügen, die vielleicht auch viel mehr mit bestimmten Wertevorstellungen des Zusammenlebens zu tun haben und so weiter. Mit dem Blick im Süden, also ich habe ja eben das erwähnt, dass es natürlich da zum einen auch die Suche ist, nachdem man will nicht einfach wieder sich von außen sagen lassen, wie Stadtentwicklung zu funktionieren hat. Und zum anderen auch das eigene vielleicht wiederfinden oder finden. Und in dem Hinblick gibt es zum Beispiel diese Idee zu sagen, wir blicken das Ganze mal Stadtentwicklung aus dem Blickfeld des Südens, ja, Southern Urbanism wird es dann genannt, und nimmt viel mehr in den Blick, wie die Menschen Stadt produzieren. Ja. Zurzeit bereiten wir ein Forschungsprojekt vor, das sich mit Lusaka beschäftigt. In Lusaka leben 70% der Menschen in informellen Siedlungen. Der Bauprozess ist da ja komplett umgekehrt. Ja? Man besetzt erstmal ein Stück Land, bebaut auf irgendeine Weise das und erst viel später wird vielleicht etwas reguliert in diesem Rahmen. Und zu verstehen, wie dieses Stadtmachen von unten ist, ja, wird unter dem eher größeren Begriff Everyday Urbanism gefasst, der sich auch explizit diesem New Urbanism entgegenstellt, der ja eher formalistisch reinkommt und sagt, wir sind bestimmte gestalterische Setzungen, die wir übersetzen müssen,
sondern eher sagt, wir müssen diesen Urbanismus verstehen, wie sich Stadt produziert von unten, ja, maßgeblich im Süden. Und dann kommt noch dazu, dass sich auch gewehrt wird, diesen verallgemeinernden Begriff Global South oder globaler Süden. Und Abdou-Malik Simon benutzt zum Beispiel diesen Begriff Near South. Ja? Also dieser Süden, der ist vielleicht gerade, zeichnet die Dynamik und Herausforderungen wieder, die wir weltweit haben. Und wir müssen vom Süden lernen. Ja? Und es gibt da auch erste Forschungsarbeiten. Also die Arbeit von Hannah Hilbrand hat ja versucht, mal die Idee der Informalität auf Berlin anzuwenden, ja, dass man einfach auch mal den Blick umdreht, sozusagen in der Richtung. Bleiben wir bei der südlichen Sphäre und gehen vielleicht nach Brasilien. Martina, vielleicht die nächste Frage an dich. Du hast dich ja in verschiedenen Kontexten auch im Rahmen deiner Forschung wiederholt mit der Typologie der SESC auseinandergesetzt, eine Typologie, die wir insbesondere in Brasilien vorfinden, in Sao Paulo und anderen Städten. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat und wie man hier nicht zuletzt auch in Deutschland, nicht zuletzt in Stuttgart davon lernen könnte. Ja, SESC ist eine Abkürzung, Servicio Social de Comércio. Ich habe es sicherlich nicht richtig ausgesprochen, Portugiesisch. Steht für Orte, insbesondere in Sao Paulo, aber auch in anderen Kommunen in Brasilien, Orte der Interaktion und des Austausches. Und das ist insbesondere wichtig im brasilianischen Kontext, wäre es auch in anderen Ländern, da dieser stark geprägt ist von Segregation. Und das sind ganz bewusst Orte, die geschaffen werden, etabliert werden, natürlich auch räumlich, aber auch als Konstrukt, an denen sich Menschen, auch unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft treffen können und miteinander in Austausch und Interaktion kommen. Das ist der Grundgedanke dieser SESC-Zentren. Räumlich heißt es, das sind sichere Orte, Innenräume wie Außenräume. Es gibt unterschiedliche Programme, die dort stattfinden, Kulturprogramme, Freizeitangebote, Sport, Kinderbetreuung, es gibt Lesesäle, Bibliotheken, es gibt gutes, vollwertiges, sehr günstiges Essen. Also ganz viele unterschiedliche programmatische Ebenen, die dort angeboten werden, in einem sehr engen räumlichen Zusammenhang. Und das war für uns insbesondere wichtig, weil er etwas anspricht, was für mich dann doch die europäische Stadt ist. Und wir vielleicht auch hier sukzessive zu verlieren drohen, das ist eben diese Qualität des Öffentlichen. Des Öffentlichen, der Öffentlichkeit und des öffentlichen Raums. Und dafür steht für mich eigentlich die europäische Stadt in einem sozialen oder gesellschaftlichen wie auch räumlichen Konstrukt. Das mag ein normatives sein, das vielleicht nie komplett eingelöst wurde. Aber als Kanon, als Wertekanon, den man darunter sieht oder den ich darunter sehe, eben diese Aspekte wie Demokratie, wie Inklusion, wie Gleichberechtigung, wie Toleranz, wie Offenheit, wie Vielfalt, wie Engagement, Partizipation, das sind für mich Werte, die ich unter diesem Leitbild oder diesem Begriff lese für mich, die dann wieder ein Wertekanon sind, die ich im Räumlichen diskutieren oder den ich im Räumlichen diskutieren kann und möchte auch. Und diese Werte, die erachte ich als sehr, sehr notwendig, auch heute noch. Was das für eine räumliche Ausgestaltung findet, da haben wir schon viel darüber gesprochen, das sehen wir auch in diesen ganzen Erklärungen, es wird sehr, sehr konservativ. Und weiß ich gar nicht, ob genau diese Werte überhaupt dahinter stehen in diesen Erklärungen. Also für mich sind das diese Werte und die finden wir natürlich jetzt auch in diesen SESC-Zentren zum Beispiel wieder. Und die Frage, wie gehen wir mit diesen Werten hier jetzt in Europa um, in einer multikulturellen, sehr diversen Gesellschaft? Welche Rolle spielt das Öffentliche, der öffentliche Raum und die Öffentlichkeit in Zukunft? Und darin sehe ich einfach einen wahnsinnig großen Wert, im Gesellschaftlichen wie im Räumlichen. Und da haben wir uns eben die Frage gestellt, was können wir lernen, zum Beispiel aus diesen
SESC-Zentren, die eben auch öffentliche Gebäude sind, also wirklich radikal öffentliche Gebäude, nicht nur klassisch öffentlicher Raum, wie wir es vielleicht kennen im Sinne von Plätzen, Straßen, Parks, also Freiräumen, sondern auch Architektur. Und welche Rolle kann eine öffentliche Architektur spielen für eine Stadtgesellschaft? Ja, vielen Dank. Wir sind quasi immer noch auf der Erdoberfläche und versuchen zurück nach Europa zu blicken und den Blick gewissermaßen umzudrehen, den New Urbanism-Blick gewissermaßen umzudrehen. Die nächste Frage würde ich gerne dir, Laura, stellen. Du hast dich ja nicht zuletzt auch im Rahmen deiner Dissertation mit dem Stichwort Finanzialisierung auseinandergesetzt, am Beispiel des Wohnungsneubaus in Berlin. Aber ich nehme an, wenn man sich mit Finanzialisierung und Spekulation beschäftigt, gibt es ja plötzlich ein Verhältnis eines konkreten Ortes, in diesem Beispiel, in deinem Beispiel Berlin, und ja, Finanzströmen, die sicherlich auch die halbe Weltkugel umrunden. Inwieweit zwingt uns eine Analyse des Phänomens Spekulation, uns die gesamte Erdoberfläche in den Blick zu nehmen? Es ist schwierig zu sagen. Auf jeden Fall geht es schon um, sage ich mal, Finanzströme, auch, sage ich mal, ja, über Grenzen hinaus und vor allem um die Bündelung von Investitionsmitteln, die dann sehr konzentriert in Gebiete, wo als ja, Gewinn bringen, also ertragsreich eingesehen werden. Die konkreten Akteure, die ich untersucht habe, waren auf jeden Fall immer international organisiert. Ja, aber das hat mehr mit Steuersätze und Steuermechanismen, um Steuer letzten Endes umzugehen, als mit den konkreten, sage ich mal, Hintergründen der Firmen. Und die waren auch häufig europäisch. Es gibt genug, sage ich mal, Steuerparadiese in Europa. Also viele gingen nicht viel weiter als über die niederländische Grenze oder nach Luxemburg. Manche gingen bis Malta oder die Cayman Island. Und interessanterweise waren auch viele diesen Akteure letzten Endes, oder einige davon deutsche Player, die aber natürlich schon sich entweder mit anderen Akteuren aus, weiß nicht, den Nachbarländern zusammentun und aus jedem Fall die Finanzmittel aus der ganzen Welt, ne? Wenn man so die zweite oder dritte Linie schaut und schaut, okay, dieser Developer, der hat einen Investor, das ist ein Investmentmanagement-Firma und wer ist dahinter, dann kommen natürlich schon die großen Investoren, institutionelle Investoren, die global letzten Endes Geld sammeln, das wird dann absolut undurchsichtig. Aber was mir wichtig ist, immer zu betonen, das sind nicht, erstens nicht irgendwelche Ausländer, die kommen und hier investieren. Das kriegen wir selber hin, sage ich mal, leider. Erstens das und zweitens, man kann es regulieren. Es hängt immer davon, jetzt sind wir wieder bei der Regulierung und der Re-Regulierung, sage ich mal, welche Spielbedingungen man stellt. Und das ist einerseits, also das beginnt natürlich mit der, oder vielleicht nicht natürlich, aber beginnt mit der Stadtplanung auch, welche Gewinnabsichten, also ich verwirkliche in dem Moment, dass ich ein bestimmtes Vorhaben genehmige. Diejenigen, die direkt gegenüber den Investorinnen stehen, sind auch PlanerInnen in der Regel. Ja. Über welchen Plan gibt es im Hintergrund? Wie reguliert den bestimmte Möglichkeiten oder nicht? Wie sozial gibt es einen Planungsmehrwert, die abgeschafft wird oder nicht? Und. Bis hin zu der Regulierung natürlich von Finanzströmen in der, sage ich mal, nationalen oder europäischen
Grenzen. Es ist möglich, irgendwie Direktinvestitionen in Immobilien in Deutschland machen. Viele Länder ist nicht möglich, in Deutschland schon beispielsweise. Wir diskutieren bekanntlich nach wie vor mitten in einer Corona-Pandemie, die uns natürlich einmal mehr die weltweiten Vernetzungen in Erinnerung gebracht haben. Wuhan ist unser aller Nachbardorf. Die Frage, die ich jetzt gerne in der Runde stellen würde, ist, ja, welche städtebaulichen Veränderungen nicht zuletzt durch Corona möglich gemacht werden könnten, vielleicht auch beschleunigt wurden. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Cavcic, beginnen. Sie haben ja Ihre Abschlussarbeit unter Corona-Bedingungen gemacht. Welche Beobachtungen haben Sie jetzt im Kontext eines urbanistischen Diskurses machen können? Ja, die Beobachtungen waren ganz pragmatisch und wurden uns auch in der Tagesschau ganz offensichtlich immer wieder kommuniziert. Also es ist ganz klar, dass es natürlich viel schwieriger war, auch am Existenzminimum und in einer schlechten Wohnlage Quarantänebestimmungen etc. einzuhalten. Also gerade in großen Wohnbaukomplexen beispielsweise war das ja so, und das ist auch an einigen Städten passiert, dass da hunderte Fälle gleichzeitig aufgetreten sind, weil natürlich die Menschen nicht die Möglichkeit dazu hatten, sich aus dem Weg zu gehen. Und da sind dann natürlich auch wieder in mir die Fragen aufgekommen, ist vielleicht nicht nur die Frage danach, ist vielleicht in der Frage danach, wie wir Stadtplanung denken müssen und auch Wohnprojekte denken müssen, eine Frage danach, wie viel Platz wir pro Person einplanen müssen. Es ist natürlich viel einfacher in einem Wohngebiet, wo viele Einfamilienhäuser stehen, sich aus dem Weg zu gehen, Quarantänebestimmungen einzuhalten, als eben in einer sozialen Wohnbausiedlung. Also solche Missstände sind nochmal viel deutlicher geworden. Und es ist irgendwie auch deutlicher geworden, dass die von der Politik gar nicht so mit eingeplant worden sind. Ja. Ja, ich würde gerne doch mal ganz kurz eingreifen, Stefan, weil also ich finde, da birgt sich so ein bisschen eine Gefahr dahinter, wenn man das in die Richtung interpretiert, ja, weil dann kommt man ganz leicht dahin zu sagen, oh, die kompakte, die dichte Stadt, das ist doch irgendwie, wir wohnen zu nah beieinander. Hm. Suburbia ist dann doch das Ideal mit meinem eigenen Garten und Zaun drum. Und ich glaube, es ist nicht allein dem geschuldet, dass die Menschen dicht aufeinander leben, sondern man muss natürlich auch sehen, dass jemand, der in Chorweiler, Köln-Chorweiler lebt, vielleicht auch einem Beruf nachgeht, der während der Pandemie nicht erlaubt hat, ins Homeoffice sich zurückzuziehen. Ja? Ja. Und dass dadurch natürlich die Gefahr mit nach Hause gebracht wurde. Ja. Aber was ich auf jeden Fall unterstreichen würde, ist, dass diese Erfahrung mit sich bringt, dass der direkte Außenraum ja für viele in der Pandemie plötzlich sehr, sehr wichtig wurde. Und mich hat es total schockiert. Ich war ja während der ersten Wochen der Pandemie noch in Südafrika. Ich kam dann zurück nach Stuttgart und war hier in Quarantäne, kam raus und die Spielplätze waren zu, ja. Und ich habe mir so gedacht, wie soll denn eine Familie, die in der Stadt lebt, mit Kindern durch die Pandemie kommen, ja, wenn man nicht seinen eigenen Garten hat. Also ich glaube, wir haben noch mal ganz anders gelernt, mit einem anderen Blick auf unseren eigenen direkten öffentlichen Außenraum zu schauen. Ich will nur davor warnen, dass wir jetzt die Schuld der Dichte zukommen lassen werden. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht bezwecken, aber Sie haben schon recht. Natürlich hätte man jetzt meine Antwort in die Richtung deuten können. Worum es mir eigentlich eher mehr ging, ist, dass da irgendwie versäumt wurde, anders zu denken. Also es wurden sehr einseitige Regulierungen rausgebracht von der Regierung und wurde eben so ein bisschen vergessen, wie man auch Menschen Möglichkeiten gibt, einigermaßen vernünftig zu leben und auch, soweit es eben geht, in Quarantäne- und Corona-Bestimmungen auch Freiheiten zu genießen, die jetzt nicht das Glück haben, einen eigenen Garten zu haben vorm Haus.
oder die nicht das Glück haben, in einer Wohnung mehrere leere Zimmer zu haben, sondern wo sich vielleicht die Kinder Zimmer teilen müssen. Und das sind Fragen, die ganz, 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 ganz stark auf einmal im Fokus standen in der Diskussion, die sonst gar nicht so viel Beachtung gefunden haben. Das fand ich dann schon beeindruckend. Ja, ich würde gerne auch an Martina und Laura nochmal die zugegebenermaßen sehr allgemein formulierte Frage stellen, inwieweit städtebauliche Veränderungen durch den Arbeits- und Mobilitätswandel, der vermutlich auch durch Corona nochmal beschleunigt wurde und wird, ja, zu erwarten sind. Welche städtebaulichen Veränderungen sind eurer Ansicht nach zu erwarten? Naja, also wir sehen große Veränderungen in der Arbeitswelt. Das ist natürlich jetzt durch die Pandemie einfach auch nochmal extrem angetrieben worden. Also diese, wer die Option hat, daheim zu arbeiten, also die Möglichkeit, digital sich irgendwo einzuklinken, dem wird das jetzt mittlerweile ja auch gewährt oder musste auch gewährt werden. Das wird auch nach der Pandemie bei vielen der Wunsch bleiben und wahrscheinlich auch die Möglichkeit, weil die Firmen und Unternehmen natürlich mittlerweile gesehen haben, sie können dadurch auch viel Geld sparen. Ja, man braucht keine teuren Büroimmobilien mitten in der Stadt. Also es wird sich in dem Sektor sehr, sehr viel verändern. Man spricht momentan von circa 30% Leerstand, der dadurch entstehen wird, oder Strukturen, über die wir eben anders nachdenken müssen. Im Einkaufen haben wir uns auch komplett verändert, auch zwangsläufig. Das hat sich aber vorher auch schon sehr stark abgezeichnet. Dieser Wandel hin zum vermehrten Online-Shopping, und das wird natürlich wahnsinnige Auswirkungen haben auf unsere insbesondere Innenstädte. Auch da die Frage, was passiert mit diesen Räumen, die momentan dem Einzelhandel zugeordnet waren, und natürlich auch im Bereich der Mobilität. Ja, wir haben gesehen, insbesondere der Fahrradverkehr war der große Gewinner in der Pandemie. Ja. Und es wurden auch viele Dinge ausgetestet, die man vorher wahrscheinlich nicht so leicht gemacht hätte. Und bestimmte Dinge haben sich jetzt auch schon etabliert oder die Menschen fragen das zunehmend nach. Das heißt, dieser Wandel in der Mobilitätskultur, der hat jetzt auch noch einen richtigen Push bekommen. Jetzt kann man das alles negativ sehen, also das mit dem Fahrrad natürlich nicht, aber die Leerstände, aber man kann auch darin eine große Chance sehen und sich überlegen, was dann mit diesen Flächen in Zukunft passiert. Und vielleicht können wir die wirklich im Sinne dieses öffentlichen, des inklusiven, des geteilten Raums auch entwickeln und nicht im Sinne des Neokapitalismus immer bewirtschaften. Und da tun sich für mich wirklich sehr, sehr spannende neue auch Aufgaben für uns auf, ja, und auch vielleicht positive Aspekte für die Stadtentwicklung insgesamt, ja. Und natürlich auch diese Themen der Nachbarschaft hatten wir ja vorhin schon, ja, spielt natürlich auch eine große Rolle. Jetzt unter dem Label 15 Minuten Stadt, früher hieß es Stadt der kurzen Wege, ist eigentlich das Gleiche, was damit gemeint ist. Also wie können wir so eine städtebauliche Dimension des Wohnens entwickeln, ja, also wie kann ich bestimmte Nutzungen auch im Quartier verteilen und die ich nicht immer brauche, die ich nur zu bestimmten Phasenzeiten brauche? Wie kann ich sozusagen in einem Quartier leben und nicht nur in einer Wohnung? Und das sind natürlich die Gedanken, die weitergehen werden. Die Pandemie hat jetzt uns in vielem eingeschränkt, aber wir sollten uns trotzdem hoffentlich weiter begegnen. Also das wäre auch meine größte Sorge, dass das, was vorhin gefallen ist, ja, da hat man sich zu sehr begegnet oder ist man sich zu sehr begegnet. Also ich glaube, das ist das absolut Wichtige, dass wir uns weiterhin begegnen und hoffentlich dann auch miteinander austauschen. Ja, ich würde darf ich, Stefan? Okay. Okay, ja. Ja, zwei Punkte bezogen so auf, sag ich mal, den Individuen und die Corona-Politik. Aber davor wollte ich einen Punkt, also ich stimme meine Vorrednerinnen zu. Es gibt immer ein Bild oder eine Hoffnung, die mit dieser Post-Corona- oder Corona-Zeit und die Stadträume zusammengebracht wird, und ist der Frage der Coworking Spaces. Und die wollte ich kurz erwähnen.
Ich sehe daran einigermaßen so das Airbnb der Büroflächen. Also ich graue mich, dass es so der Spekulationsprodukt wird. Und ich glaube, so interessant wie solche, sage ich mal, gemeinschaftlichen Arbeitsräume, Share Spaces und so weiter, umso mehr müssen wir darauf achten, dass es irgendwie nicht einfach nur ein Investitionsprodukt wird, sondern wirklich etwas Interessantes sozusagen. Und ich wollte auf zwei Sachen, die mir während der Pandemie aufgefallen ist. Die eine ist der sehr starke Heteronormativität der Regeln, immer wenn es sich um der Kontaktbeschränkungen in den Umgang der Menschen, wie sie sollen sie sich verhalten, hinweisen. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie in Frage stellen, wie, also einerseits politisch, andererseits, wie Frau Czajkowska es gesagt hat, dass es, ich spreche es immer falsch, es tut mir so leid, dass es die Gesellschaft einfach vielfältiger ist, letzten Endes, als dieses Bild der Kleinfamilie, in dem man sich irgendwie treffen oder nicht treffen kann und so weiter. Ne? Das war einfach viel zu eingeschränkt und da brauchen wir andere Räume, andere auch Denkmuster irgendwie darauf bezogen. Und die andere Frage ist, dass man gesehen hat, die Diskrepanz zwischen der sehr starken Normierung, sage ich mal, der Ausgangsbeschränkungen, der Kontakte, soziale Kontakte und so weiter, und die Politiken, die bezogen auf beispielsweise Ausstattung von Schulen, Einschränkung von dem Arbeitsfeld und so weiter. Ne? Das ist sehr, sehr viel, sehr stark auf den Individuum und weniger auf Institutionen, auf Arbeitsplätze, auf Unternehmen. Und man hat aber andererseits auch, also das finde ich ein Problem, ich glaube, man musste auch auf die anderen Seiten regulieren. Und ich denke, dass andererseits hat man aber gemerkt, Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur, ein System der Daseinsvorsorge ist wichtig. Vor allem Städte haben eben versucht, mit den Fahrradwegen bestimmte öffentliche Räume auch Zeichen zu setzen und auszutesten. Und ich glaube, das mussten wir auf jeden Fall ausnutzen und weiterleben. Vielen Dank. Die große Frage, die im Raum steht, die wir uns sicherlich auch alle an der Fakultät stellen, ist, was heißt denn das alles für die Lehre im Bereich Architektur und Stadtplanung? Ich darf an dieser Stelle vielleicht kurz auf dieses Buch, auf diese Publikation von Martina Baum hinweisen, eine Zusammenfassung der Lehre, die am SI, am Lehrstuhl von Martina Baum entstanden ist, umfasst. Und ich denke, Martina, du hast sicherlich, du kannst uns sicherlich genaues darüber sagen, wie eine zeitgemäße städtebauliche und architektonische Lehre im Kontext der erwähnten Punkte auszusehen hat. Also ich kann natürlich meine Haltung dazu sagen, ob die generalisierbar ist, weiß ich nicht. Mit dem Buch wollte ich die ersten 5 Jahre, meine ersten 5 Jahre an der Fakultät nochmal reflektieren und auch die Haltung des Lehrstuhls nochmal deutlich machen. Wir sind an der Fakultät für Architektur und Stadtplanung und das ist wirklich eine große Besonderheit. Die gibt es gar nicht so oft im deutschsprachigen Raum, dass die Studierenden hier Architektur das und ist fett geschrieben oder unterstrichen, Stadtplanung studieren können. Vielen ist das gar nicht so richtig bewusst. Ich stelle die Frage immer bei der Erstsemesterbegrüßung, wer sich dafür eingeschrieben hat, dann überlegen alle ganz hektisch, weil viele dann doch nur noch Architektur im Kopf hatten. Aber für mich ist das eine wahnsinnig große Qualität, mittlerweile fast ein Alleinstellungsmerkmal. Und das möchte ich mit meiner Lehre auch
natürlich verbinden. Also dass wir diese Disziplingrenzen, die uns auch zu ganz vielen Problemen geführt haben, die wir heute auch schon besprochen haben, niederreißen, sondern wirklich anfangen, das integrierend und integrierend zu denken und auch so zu planen. Also Stadtplanung, Städtebauarchitektur und Landschaftsarchitektur immer gesamthaft zu betrachten, wenn wir uns einem Raum widmen. Weil all diesen Perspektiven ist gemeinsam, dass sie sich um den Raum kümmern, ja, und um den Menschen im Raum und um die Schaffung von Raumqualitäten. Natürlich in unterschiedlichen Maßstäben, mit unterschiedlichen Werkzeugen, aber uns eint genau aus meiner Perspektive heraus dieser Wunsch, dieser Wille, gute, lebenswerte Räume zu schaffen. Und deshalb denke ich, wir sind uns überhaupt nicht fern, sondern wir sind uns wahnsinnig nah. Und das mache ich mit meiner Lehre an der Fakultät, diese Disziplingrenzen niederzureißen. Ich bin selber ja Architektin und Stadtplanerin und habe über sehr viele Kooperationen in den letzten Jahren mit Wohnungsbau und Hochbauentwurf, aber das liegt vielleicht nahe, und Landschaftsarchitektur, aber sogar mit Baukonstruktion in einem Entwurfsstudio gearbeitet, um eigentlich den Studierenden auch deutlich zu machen, wir reden über dasselbe. Und damit sind wir, denke ich, auch als Fakultät sehr, sehr erfolgreich. Bei uns gibt es diese Grabenkämpfe nicht, sondern ich bin auch immer offene Türen eingerannt, wenn ich zum Beispiel für so eine Kooperation angefragt habe. Und das zeigt eigentlich das Buch, was dann aus so einer breiten Perspektive, so einer integrierenden Haltung für fantastische räumliche Ideen, Konzepte, Strategien, Entwürfe entstehen können, die eben nicht nur auf das Objekt fokussieren oder aber auch nicht nur, wenn wir jetzt die Stadtplanung vielleicht betrachten, auf das System, das Ordnen, sondern das Versuchen wirklich integriert zu betrachten. Und das ist wahnsinnig spannend und macht wahnsinnig Spaß. Zu kaufen am Lehrstuhl, jetzt der kleine Werbebanner, oder in den örtlichen Buchhandlungen bei Karl Krämer und Walter König. Vielen Dank. Ja, unsere Diskussionsrunde ist bekanntlich betitelt mit der Frage, was ist eigentlich aus dem Urbanismus geworden? Urbanismus, bitte korrigiert mich, klingt für mich sehr heroisch. Ist das überhaupt ein Begriff, den ihr verwendet, Laura, Astrid, Martina, in eurer Lehre? Ist das ein Begriff, den man beerdigen muss oder den man gerade jetzt reaktivieren muss? Wie wäre da eure Position? Vielleicht springe ich als Erster rein. Ich würde es nicht beerdigen. Ich verstehe unter Urbanismus was anderes als unter Städtebau und unter Stadtplanung. Ich bin Mitherausgeberin von Suburban, von der Zeitschrift für kritische Stadtforschung. Und ich finde, dass es den Urbanismus viel stärker auch interdisziplinärer, viel stärker auch die Stadtforschung, ein Verständnis so ein bisschen stärker verknüpft mit den Urban Studies sieht, wo es ist. Natürlich ist auch Teil, sage ich mal, der Städtebau und der Stadtplanung, aber Fragen der Teilhabe, Fragen der Machtverhältnisse, Frage, Martina hat die alle davor genannt, ich werde die, das Offenliches, was bedeutet das überhaupt und so weiter, aus einer philosophischen meinetwegen Perspektive. Ich glaube, das ist teilweise, oder fällt mir vielleicht als Nicht-Muttersprachlerin, mit anderen Begriffen als mit dem Urbanismus zu nennen. Ja, also im Englischen ist ja auch einfach sehr gut tauglich Urbanism, beinhaltet vielleicht viel stärker auch die Kombination aus dem Städtebaulichen, das im Urbanism drin ist, wie auch die Idee der Prozessgestaltung, aber auch die Einbeziehung einfach einer beschreibenden Disziplin, ja, die eher aus sozialwissenschaftlicher Hinsicht vielleicht sich der Stadt nähert. Und also in unserem Studiengang Integrated Urbanism, Sustainable Design versuchen wir ja genau das auch zu sagen. Wir brauchen vielleicht über die Disziplinen hinaus, die selbst an der Fakultät vorhanden sind, müssen wir auch andere mit einbeziehen und andere Perspektiven und ruhig auch es wagen, Studierende ins Haus zu lassen, die
einen Abschluss vielleicht in Journalismus oder Ethnologie haben, wenn sie nachweisen können, dass sie sich ernsthaft mit dem Thema Stadt auseinandersetzen und einen ganz eigenen Beitrag leisten können, wie man auch Stadt verstehen kann und wie das auch wieder raumwirksam werden kann. Also das, ich finde, das lässt sich alles gut unter diesem vielleicht großen Begriff Urbanismus dann wieder fassen. Okay, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich stelle auch fest, mit Blick auf den Chat, dass es keine Chatfragen gibt. Das kann nur daran liegen, dass nach der langen Corona-Einsamkeit jetzt wieder Phänomene wie Nachbarschaft, Freundschaft oder womöglich zumindest Netflix wiederentdeckt werden. Ich schlage vor, dass wir, wir haben eine gewisse Reise hingelegt von Europa einmal um die Welt und wieder zurück. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Martina Baum, Laura Kalbe, Julia Czavcic und Astrid Ley. Ich möchte mich ebenfalls sehr herzlich bedanken bei meinem Kollegen Leo Herrmann, dem wir das Studio zu verdanken haben, und Philipp Krüpe, der die Produktion verantwortet. Und ich wünsche einen schönen Abend allerseits. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss, Stefan. Vielen Dank. Danke. Tschüss.